Meist strahlen die Sonne, nur selten tauchen ein paar Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad auf der Zollernalb und bis 25 Grad am südlichen Oberrhein. Es wird schwacher bis mäßiger, aber leichtböiger Ostwind. In der klaren Nacht kühlt es ab auf 10 bis 3 Grad. Und die weiteren Aussichten: auch morgen sonnig und oft wolkenlos, maximal 18 bis 25 Grad. Am Freitag Sonne und Wolken im Wechsel. Mit Vanessa Mai und Jörg Assenheimer. Einen guten Morgen wünschen wir Ihnen. Guten Morgen. Bis 10 Uhr sind wir noch gemeinsam hier am Mikrofon zu hören und zu sehen im Stream über swr4.de. Mhm. Ich habe zu bieten eine Schiene an meinem bändergerissenen Knöchel. Oh. Und Vanessa Mai ist bauchfrei. Sie dürfen jetzt entscheiden, was Sie sich lieber angucken. SWR4 Baden-Württemberg. Guten Morgen. Da sind wir daheim. 20 SWR4 Baden-Württemberg und ist das schön, durch die Plexiglasscheibe, die Corona-Schutzscheibe Vanessa Meyer zu sehen. Bis 10 sind wir hier noch zusammen. Und Vanessa, es gibt wieder viel Lob für dich hier über swr4.de. Marcel aus Sindelfingen schreibt: Guten Morgen, Vanessa, du machst das klasse. Oh, Jochen danke. Winkler aus Leutenbach: Ich bin sehr begeistert von Vanessa. Danke. Sie macht es einfach super. Und Gerhard schreibt noch was Schönes. Er schreibt: Vanessa, kannst du mal Herrn Assenheimer fragen, ob du den Ramon Roselli spielen darfst? Na, mein Lieber, ich kann alles spielen hier. Ich bin nämlich jetzt voll mit am Start. Frag mich Darf mal. Darf ich das? Lieber Jörg, können wir bitte Ramon Roselli spielen? Aber selbstverständlich. Oh, danke. Ramon Roselli, eine Nacht. 9.25 Uhr bis gleich. SWR4 Baden-Württemberg. Guten Morgen. Guten Morgen. SWR4 Baden-Württemberg, es ist 9.00 Uhr. 48 gleich. Jetzt bringst du mich schon durcheinander mit der Uhrzeit. So. Das ist gar nicht so einfach. 9.48 Uhr. Bestätigt. Jetzt. Schnell steigen 17 Grad sind es zum Beispiel dann auf der Zollernalb und bis 25 Grad gibt es sogar am Oberrhein. Und sag mal, was machen denn deine 8 hochauflösenden Bildschirme? Sagen die was zu den Niederschlägen? Das Land braucht echt Regen. Ja, da kannst du draufschauen, solange du willst. Die zeigen keine Niederschläge. Oh. Ich habe schon überlegt, ob ich noch 2 weitere anschaffe, aber ich glaube, das nützt auch nichts. Es ist einfach total trocken und das liegt an diesem riesigen Hochdruckgebiet. Das blockiert alle Tiefs und da kommt einfach keine Feuchte vom Atlantik zu uns. Also Chancen bestehen am Wochenende vielleicht mal in Form von Schauern ganz im Süden des Landes, aber das ist halt nur punktuell und bringt halt im Grunde auch nicht wirklich viel. Ansonsten ist es trocken, morgen sehr sonnig und ab Freitag dann auch mit ein paar Wolken, aber leider nur wenigen Schauern. Lass mal die Bildschirme weg und nimm die Glaskugel. Wird das jetzt ein wahnsinnig sonniger April und der Mai dann verregnet? Ist das einfach nur eine Verschiebung? Oh nein. Was sagst du da? Nicht ja, die Mai ist, verregnet, das, der Mai. Nein, das ist schwierig zu sagen. Es sieht tatsächlich frappant alles nach 2007 aus. Da gab es ja auch einen derart extrem sonnigen und trockenen April und danach ziemlich viel Nässe, aber das muss auch alles nicht so kommen. Im Grunde wiederholt sich ja beim Wetter eh nichts. Also für den Mai ist noch alles offen. Aber der April, der bleibt sicherlich sehr, sehr trocken. Okay, wir fragen trotzdem immer wieder bei dir nach Niederschlägen. Unsere Gärten, die Landwirte. Alle machen sich so langsam doch ein paar Sorgen. 9:14 ist es. Hier ist SWR4 Baden-Württemberg. Guten Morgen. Darmstadt zwischen Wirnheimer Dreieck und Lorsch liegen Reifenteile. A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Waldorf-Wiesloch und Kronau stehen 2 defekte Lkw in der Baustelle. Die rechte Spur ist gesperrt, 7 Kilometer Stau. Die A6 Heilbronn Richtung Mannheim ist zwischen Wiesloch-Rauenberg und Kreuz-Waldorf nach einem Unfall mit 5 Lkw gesperrt, 10 Kilometer Stau. Sowas. Folgen Sie ab Wiesloch-Rauenberg der U70. Die A7 Ulm Richtung Würzburg ist zwischen Ellwangen und Dinkelsbühl-Fichtenau nach einem Lkw-Unfall gesperrt. Vor der Ausleitung 2 Kilometer Stau. Es gibt eine örtliche Umleitung. Die A7 Würzburg Richtung Ulm ist zwischen Dinkelsbühl-Fichtenau und Ellwangen wegen Fahrbahnerneuerung bis gegen 17 Uhr gesperrt. Vor der Ausleitung 3 Kilometer Stau. Folgen Sie der Umleitungsbeschilderung. A81 Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen Mundelsheim und Ludwigsburg Nord. Reinigungsarbeiten 6 Kilometer Stau. Und B27 Tübingen Richtung Stuttgart zwischen Filderstadt Ost und Leinfelden Echterdingen Mitte. Baustelle 2 Kilometer Stau. Gute Fahrt. Du hast geschafft. Fahren Sie vorsichtig. Oh.
mit Vanessa May und Jörg Assenheimer. Diese Verkehrsnachrichten. Ja, tief durchatmen. War viel auf der Straße und Vanessa, ja, passt auf, ist da richtig gut durchgegangen. Wir wünschen einen guten Morgen. Bis 10 sind wir hier noch gemeinsam am Mikrofon. Zu hören, aber auch zu sehen. Zu sehen. Auf swr4.de. Guten Morgen. Und jetzt wieder die schönste Musik. Die besten Hits. Guten Morgen. Hier ist SWR 4. Wenke Möhre hören und in den blauen Himmel schauen. So haben wir es gerade gemacht hier im Studio. Vanessa und ich. Richtig gemütlicher Morgen in SWR 4 Baden-Württemberg. Vanessa, wir haben nur noch 8 gemeinsame Minuten. Ach, dann ist schon wieder rum. Heute ging es noch schneller rum. Heute ging es noch schneller rum. Aber die Vorfreude aufs Frühstück, die steigt auch. Oh ja, oder? Der Magen knurrt schon. Ein kleines Hüngerchen nach 4 Stunden. Ich habe noch keine Lösung gefunden, wie wir das machen mit hier 4 Stunden. Aber kriegen wir hin. Wie die Versorgungslage? Ja. Okay, da können wir ja bis nächsten Mittwoch mal noch ein paar Strategien entwickeln. Ich habe hier nochmal eine WhatsApp ins Studio mir angeguckt von Helene Ziegler aus Augsburg. Vanessa, sie schreibt, besser gesagt, sie fragt direkt, wird deine Tournee im Herbst stattfinden? Ja, das fragen natürlich alle. Also ich kann nur den aktuellen Stand sagen, aktuell findet sie statt. Allerdings müssen wir natürlich gucken, wie die Lage bis dahin ist. Und auf der anderen Seite mache ich mir wirklich auch Gedanken, kann man überhaupt schon im Herbst so unbeschwert auf engem Raum zusammen sein und feiern? Und jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe meine Tour auch mit den Autogrammstunden und ich möchte meine Fans umarmen und ich möchte das richtig genießen. Und lieber spiele ich die Tour in vollen Zügen und dann wieder wirklich hauen wir richtig auf, ne, richtig drauf oder eben nicht so halb, das mag ich eigentlich nicht, aber Fakt ist, sie wird stattfinden, egal wann, und die Tickets werden ihre Gültigkeit behalten, aber wir müssen alle gucken, dass einfach, ja, dass es sicher genug ist für alle und lieber richtig als nur so halb. Das war aber gerade eine wichtige Botschaft, ne? Ja. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit, es muss also keiner da dann irgendwie auch mit schlechtem Gefühl soll man auch nicht auf ein Konzert gehen und dann Sorge ich möchte auch niemanden zwingen, tatsächlich. Ja. Wenn wir es stattfinden lassen, dann gibt es bestimmt ganz viele, die sagen, ach Mensch, ich will mich der Gefahr eigentlich nicht aussetzen und Mensch, ich will dich aber auch sehen. Mhm. Aber wir werden eine Lösung finden und wir werden uns definitiv wiedersehen und dann lasse ich euch nie mehr gehen. Gut, dass wir das klären konnten. Viele Grüße nach Augsburg, wo Helene Ziegler uns hört und das eben schnell noch wissen wollte. 7 von 9, wir genießen hier unser Moderationsduett und freuen uns jetzt gleich auch auf ein musikalisches Duett. Ja, du freust dich vor allem darauf. Es ist ein ganz, ganz neuer Titel bei SWR4 Baden-Württemberg und zwar Anna-Karina Wojcik und Stefan Ross haben ein Duettalbum aufgenommen. Stark wie zwei, heißt es. Und die beiden sind ja auch im echten Leben ein Paar, ne? Na genau, da gab es sogar einen spektakulären Heiratsantrag im Fernsehen. Daraufhin gab es dann auch ein paar Diskussionen. Muss das alles so öffentlich ablaufen oder nicht? Wie hältst du es, Vanessa? Man hat von dir ja auch schöne Bilder gesehen mit deinem Andreas. Also ein bisschen ja, darf schon. Ja, doch. Ach, natürlich. Ich meine, das sind ja meine Fans und ich möchte ja denen auch, ich möchte sie teilhaben lassen. Und es macht mir schon Spaß. Und das ist meine zweite Familie und ich habe da nichts zu verheimlichen. Ich werde ein bisschen komisch, wenn die Presse dann komisch wird. Dann werde ich auch komisch. Aber für meine Fans und auf Social Media ist alles offen. Okay, also ich glaube, man muss das immer wieder neu gewichten. Ne? So Privates und dann, was man so rausgibt von sich, ist ja schon ein schmaler Grat. Total. Also bei der Hochzeit zum Beispiel haben wir lieber auch gesagt, wir machen schöne Fotos, bevor wir Paparazzi-Bilder kriegen. Und ich erfreue mich immer noch an den Fotos. Es hängt ganz groß im Aufgang bei uns an der Treppe. Ich erfreue mich jedes Mal dran. Und ich glaube, jeder so, wie er das fühlt. Und ich fand den Heiratsantrag süß. Du fandst ihn süß? Ja, ich finde schon. Ich meine, beide. Ich meine, es ist ja auch ein Unterschied, ob du mit jemand, der nicht in der Öffentlichkeit steht, zusammen bist oder beide, ne? Bei ihnen ist es ja beiden so. Bei beiden stimmt. So. Ja, stimmt. Deswegen. Ich fand gut, was du gerade gesagt hast. Solange man es noch selber in der Hand hat und so ein bisschen weiß, was veröffentlicht wird, dann ist es auch schon besser, als wenn man abgeschossen wird. Also, jedenfalls, Anna-Karina Wojcik und Stefan Ross haben jetzt ihr Duettalbum aufgenommen und wir hören einen Titel, das ist die Vorab-Single Paradies der Ewigkeit. Mhm. Anna-Karina Wojcik und Stefan Ross. 5 vor 9, SWR 4 Baden-Württemberg. Es ist gleich 9:13 Uhr. Guten Morgen. Wünschen Ihnen einen guten Morgen. Immer wenn Vanessa hier mit mir am Mikrofon ist, klingelt bei einem Prominenten im Land das Telefon. Letzte Woche bei Axel Prahl und heute bei Timo Hildebrand, dem Meistertorwart des VfB Stuttgart von 2007. Guten Morgen, Timo. Guten Morgen. Guten Morgen. Was macht der Ex-Nationaltorwart und VfB-Held für die Ewigkeit an einem Mittwochmorgen um, was haben wir, 13 nach 9? Wenn das Gespräch hier vorbei ist, dann werde ich mit meinem Kleinen die Schulaufgaben erledigen. Oh. Der ist diese Woche wieder bei mir und deswegen werden wir diese Woche wieder Homeschooling. Ah, Homeschooling. Also ich bin ja ab der 5. Klasse bin ich quasi raus. Welches Thema habt ihr gerade? Welches Fach?
Ja, ich habe Glück, mein Kleiner ist erst 8 und ist in der 2. Klasse. Ach, sehr gut. Da kann ich vorbeikommen und mithelfen. Das geht gerade noch so. Das passt, ja. Also Mathe, Deutsch müsste noch funktionieren. Ja, ich habe gestern mit meiner Tochter, die ist in der 5. Klasse, Homeschooling gemacht. Und ich muss sagen, da verlässt mich die Souveränität aber manchmal in Mathe. Was war so Ihr Fach, Hildebrand, wo Sie glänzen konnten in der Schule? Ich war immer ganz gut in Mathe. Okay. Also ich habe mir eigentlich relativ leicht getan in der Schule. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Aber ab der 11. wurde es dann auch brenzlig. Ja, gut. Aber das ist ja auch keine Mathematik mehr. Das ist ja schon höhere Philosophie, mit der man sich da beschäftigen muss. Aber an dieser Stelle auch großen Respekt an alle Eltern wirklich, die Homeschooling machen. Ich habe da größten Respekt vor. Es ist wirklich Wahnsinn, wirklich. Ja. Finde ich auch. Ja, ich glaube, wenn man wirklich auch arbeiten muss zu Hause, bei mir ist es ja relativ easy, sage ich mal, weil ich jetzt auch keine Termine oder sonst irgendwas habe oder auch jetzt schon zu Hause kein Homeoffice machen muss. Das kann mich schon beim Kleinen beschäftigen, aber die Leute, die wirklich arbeiten müssen und dann noch die Kinder betreuen, müssen wir wirklich großen Respekt haben. Ja, da wird es dann wirklich, da hat man manchmal auch die Nerven in die Hand und das hat gerade auch eine Hörerin übrigens geschrieben, die macht gerade auch Homeschooling mit ihren Kindern, kann das mal kurz hier zitieren. Tanja Jerger aus Birkenfeld, die hat gesagt, bei uns ist Schule zu Hause jetzt in die 2. Runde gegangen und um etwas Bewegung zu bekommen, würden meine Kinder jetzt dann mal rausgehen, runter vom Sofa und dann hier schöne Lieder hören und ab in den Wald. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann mal Pause macht. Die Pause nicht vergessen, Timo, nachher beim Homeschooling. Nee, machen wir immer große Pause auf jeden Fall. Timo, wenn du noch ganz kurz Zeit hast, ich habe noch eine Frage und zwar mein lieber Jörg, der hat hier einen Bänderriss und ich habe ja jetzt einen Experten wahrscheinlich, du warst ja nicht nur einmal verletzt wahrscheinlich. Du kennst dich ein bisschen aus. Was soll er denn machen? Auch Bewegung, wo man gerade dabei ist. Ich glaube, moderate Bewegung. Also nicht hochlegen, immer den Fuß so ein bisschen pumpen sozusagen. Und ich glaube, den Fuß tut es auch gut, wenn ein bisschen durch den Weg und Blut reinkommt. Okay, das haben die Physiotherapeuten der Nationalmannschaft Ihnen damals auch geraten, oder? Ja, wir hatten immer helfende Hände, jeden Tag Behandlung und dann mussten wir selber nicht so ganz viel machen. Aber das Gelenk muss sich ja auch wieder dran gewöhnen, zu belasten. Von daher kann ich immer empfehlen, aufzustehen. Dann fange ich ganz langsam wieder an. Timo, ganz zum Schluss noch kurz, wie sehr vermissen Sie gerade den Fußball, die Besuche im Stadion? Ich glaube, so wie jeder, so ein bisschen mehr Leichtigkeit und einfach auch wieder Kontakt zu anderen Menschen als so ein ganz kleiner Personenkreis. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Jetzt auch vielleicht den nächsten Schritt im Fernsehen, dass man wieder ein Fußballspiel live sieht und auch über was anderes nachdenken kann als über ein Virus, der durch die Welt geht. Alles klar. Schritt für Schritt, in kleinen Schritten gehen wir zurück zur Normalität. Timo Hildebrand hier in SWR4 Baden-Württemberg. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Und jetzt weiter beim Homeschooling. Grüßen Sie Ihren Sohn. Dankeschön. Ja? Tschüss. Tschüss. Eine Mona Lisa. 9.43 Uhr ist es, SWR4 Baden-Württemberg. Vanessa und ich gucken ja auch immer ein bisschen ins Postfach, was da so reinkommt. Klagen gibt es natürlich auch, aber nur über mich, keine Sorge. Heike hat nämlich geschrieben, Vanessa, bring den Jörg nicht so durcheinander. Es ist 9.39 Uhr, nicht 8.39 Uhr. Oh, ja, hast falsch. Du gesagt? Siehst du, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und das liegt natürlich daran, dass ich normalerweise immer nur bis 9 Uhr arbeite. Das heißt, ich kenne die Uhrzeit ab 9 gar nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Deswegen wird es ab 9 auch immer verrückter mit uns hier. Bis 10. Das befürchte ich auch. Also es war 9.39 Uhr und das zwar vor 4 Minuten. Vielleicht 9.43 Uhr. Vielleicht hilft das. Dann hat Renata aus Tamm geschrieben, Arbeit für Vanessa. Liebes Team, liebe Vanessa, schön, dass ihr da seid. Vanessa, sendet doch bitte mal liebe Grüße in den sonnigen Tag auf Kroatisch. Ach du Jemine, reicht auch einen guten Morgen? Aber nur, wenn du es nachsagst. In unserer Sendung immer. Aber nur, wenn du es auch sagst, ja. Okay. Also wir wünschen jetzt einen guten Morgen auf Kroatisch. Dobro jutro. Dobro jutro. Hey. Dobro jutro. Du hast geübt. SWR4 Baden-Württemberg. Ich habe nicht geübt. Nein. Das ist gerade besser, das Kroatisch, als das Urablesen. Ja. SWR4 Baden-Württemberg. Vanessa, das war's für heute. Ach, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir vielen, auch. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Schade, dass schon rum ist, aber wir können uns auf nächsten Mittwoch freuen. Ja. Da ist Vanessa May wieder am SWR4-Mikrofon. Von 6 bis 10. Es war mir eine Ehre. Mach's ebenso. Gut. Bleib gesund. Danke. Und werd gesund. Deine auch gute Besserung für dein. Du musst dich ganz doll betüddeln lassen von deiner Frau. Ich leg den Haxen jetzt hoch. Nein, sollst du doch nicht. Ach so, soll ich bewegen. Oh.